Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Vor einiger Zeit haben wir uns ein neues Gartenhaus gebaut. Und das Problem, was ich so ein bisschen hatte, ist, dass ich auch im Gartenhaus natürlich irgendwie WLAN haben möchte. Und dafür reichte das WLAN von unserem Haupthaus, sage ich mal, also von dem normalen Haus nicht aus, um das halt auch in unser Gartenhaus zu bringen. Und da traf es sich ganz gut, dass mich die Firma Netgear angesprochen hat, ob ich nicht mal ihr Orbi-System, was wir hier auch schon neben uns haben, ob ich das nicht mal testen möchte und in dem Video zeigen möchte. Und entsprechend hier das Video. Wir starten jetzt erstmal mit dem eigentlichen Router, denn dieses System hier besteht aus zwei verschiedenen Komponenten, nämlich einmal den Router an sich, der halt schon ein eigenes WLAN halt aufbaut, und dazugehörig ist aber auch nochmal ein weiteres kleines Gerät. Klein ist jetzt ein bisschen untertrieben, denn es ist schon ein größeres Teil eigentlich, was mich echt gewundert hat. Nämlich, hier sieht man es auch nochmal im Vordergrund, das ist halt der Orbi Voice. Und mit dem Orbi Voice hast du die Möglichkeit, Alexa, an dieser Stelle auch nochmal kurz der Hinweis, solltest du Alexa irgendwo haben, bloß muten, das kommt ganz oft vor in diesem Video, das Wort. Also, mit dem hast du nämlich auch die Möglichkeit, nicht nur dein WLAN dann zu erweitern, sondern auch Alexa halt mittels des Speakers, der da eingebaut ist, auch zu nutzen. Cooles Teil eigentlich. Ich bin echt ganz begeistert eigentlich von dem Teil. Und naja, alles Weitere würde ich sagen nach dem Intro, denn dann starten wir erstmal mit der Einrichtung von dem Router und wie du das Ganze halt in dein Netzwerk bei dir zu Hause einbinden kannst. Viel Spaß mit dem Video. So, ich habe jetzt schon den Orbi mit dem Strom verbunden. Das sieht man hier an der Seite. Und ebenfalls ist er auch mit dem Netzwerk bei mir zu Hause schon verbunden. Das heißt, diese beiden Dinge habe ich jetzt schon hier gemacht. Und was ich ebenfalls gemacht habe, ist, ich habe auf meinem iPhone hier die entsprechende App für den Orbi auch heruntergeladen und installiert. Jetzt versuche ich natürlich darauf zuzugreifen. Klappt erstmal soweit nicht. Steht hier nämlich auch, dass man in das WLAN-Netzwerk von dem Orbi halt wechseln soll. Und das mache ich jetzt eben kurz an der Stelle. Und hier unter den Netzwerken sollte dann auch hier das WLAN vom Orbi gefunden werden. So, verbunden ist er jetzt hier auch schon. Darum wechsle ich jetzt zurück in die App vom Orbi und klicke mal auf Erneut versuchen. Auch dies hat jetzt geklappt. Das heißt, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, erstmal meine Daten einzutragen, denn ich muss mich jetzt natürlich auch anmelden. Hier steht es auch nochmal, melden Sie sich mit den Anmeldedaten an, um die Orbi-Einstellungen zu verwalten. Das Passwort, was ich jetzt hier an der Stelle eintragen muss, das befindet sich wiederum hier auf der Unterseite vom Gerät, denn dort, sieht man ganz schlecht, ist ein kleiner Sticker und dort ist auch das Passwort hinterlegt, welches ich jetzt hier an der Stelle eingeben muss. Darum gebe ich das jetzt an der Stelle mal kurz ein. Ja, das Passwort war sehr kreativ, Passwort ist nämlich Passwort. Also, wie gesagt, das hier einfach mal eintragen und dann können wir uns auch anmelden und melden uns jetzt sozusagen hier an dem Produkt selber an, das heißt hier an dem Orbi. Jetzt steht ja auch schon, der Router ist nicht konfiguriert und jetzt habe ich die Möglichkeit, okay, ich kann halt hier diesen als Router auch verwenden und konfigurieren oder kann halt auch meinen bisherigen Router nutzen und den einfach nur als WLAN Access Point einstellen. Aber ich möchte jetzt hier einfach mal kurz das neue System einrichten. Kann jetzt hier auch den QR-Code nochmal scannen. Der QR-Code ist nämlich auf einer kleinen, ja, so einem kleinen Schildchen, was da halt drum zu war um den Orbi. Scan das hier mal kurz ein. Ich hoffe, das klappt. Und jetzt steht hier auch schon an der Stelle, dass wir das Modem selber neu starten müssen. Das allerdings, muss ich wirklich gestehen, möchte ich nicht. Ich möchte halt den Router nur verwenden als Access Point und darum mache ich das hier an der Stelle auch nicht. Hier steht es dann auch nochmal, wie man das Modem dann nochmal neu starten kann. Darum gehe ich jetzt hier auch an der Stelle wieder zurück und nochmal zurück und verwerfe jetzt hier die Einstellung, denn ich möchte hier das Gerät nur als Internetrouter verwenden. Jetzt steht hier nämlich auch schon alles, denn Internet ist online und das Gerät arbeitet auch schon. Mehr müssen wir nämlich auch gar nicht einstellen. Das ist auch das Schöne an der Sache. Es ist halt sehr selber, sehr einfach einzurichten. Und das war jetzt erstmal die Einbindung des Routers. An dem Router selber, was ich ganz interessant eigentlich immer noch finde, ist, dass dort hinten dran auch nochmal verschiedene Netzwerkanschlüsse dran sind. Das heißt, du kannst da auch nochmal weitere Komponenten anschließen, um so dein Netzwerk zu erweitern. Finde ich eigentlich ganz cool und muss ich sagen, habe ich so auch noch nicht in so einem Mesh-System gesehen. Darum wollte ich das auch nochmal kurz hervorheben hier in diesem Video.
Aber auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, dass du dein WLAN von deiner Fritzbox oder halt deinen anderen Router das deaktivieren solltest. Ja, sonst hast du zwei verschiedene Netze, die Endgeräte wissen nicht so recht, okay, wo muss ich denn jetzt mich mit verbinden und so weiter. Darum macht es auch durchaus Sinn, dann halt diese Geräte zu deaktivieren, beziehungsweise das WLAN zu deaktivieren und nur noch das WLAN von deinem neuen Orbi-System zu nutzen. Wie du das deaktivierst, dazu schau doch am besten einfach mal in der Anleitung von deinem Router nach oder halt deinem Endgerät, was im Moment noch das WLAN bereitstellt. Aber wir wollen jetzt ja weitermachen und hier diesen Alexa-Lautsprecher, den Satelliten, auch nochmal mit einbinden in das System. Anfangs war ich ja schon davon ein bisschen begeistert, wie groß das Teil eigentlich ist. Also nicht nur von den Abmessungen her, sondern auch vom Gewicht. Denn der Speaker bringt halt ein Gewicht von ein bisschen über 1,8 Kilo auf die Waage, was schon eine Menge ist für so einen Lautsprecher. Wenn ich das jetzt vergleiche mit den Amazon Alexa-Geräten, die sind längst nicht so schwer. Und auch das Gewicht bringt halt dann guten Sound eigentlich mit sich. Und das ist echt auch so. Also das Teil klingt wirklich sehr, sehr gut. Ich war echt begeistert davon. Aber nicht nur das Gewicht, sondern auch halt insgesamt die Technik, die dahinter steckt. Denn das ist zusammen entwickelt worden, nicht nur von Netgear, der Lautsprecher, sondern der Lautsprecher eigentlich kommt von Harman Kardon oder Harman Kardon oder ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Mich gerne mal berichten unten in den Kommentaren, wenn du willst. Also, das ist halt eine Kooperation und Harman Kardon, ich bleibe da jetzt einfach mal bei, die sind halt dafür bekannt, dass die halt hochwertiges Audio-Equipment herstellen. Ja, die stellen nicht nur halt irgendwelche Verstärker her oder CD-Player oder was auch immer, sondern auch halt Boxen und Lautsprecher und davon haben wir halt jetzt hier einen mit verbaut in dem Gerät hier. Aber nun gut, ich will jetzt nicht lange rumlabern, sondern es geht ja eigentlich um die Einrichtung jetzt, wie ich das Ganze mit in dieses Netgear-System bringe und damit machen wir jetzt weiter. Die Einrichtung von dem Satelliten hier, beziehungsweise von dem Alexa Meshpoint oder was auch immer, denn das Teil hat ja recht viele Funktionen, ist relativ simpel. Ich habe das hier schon mal mit dem Strom verbunden und auch eingeschaltet hier an der Stelle. Und was wir jetzt nur machen müssen hier, ist uns auch nochmal die App greifen. Denn hier in der App hast du jetzt die Möglichkeit, hier oben einfach mal auf dieses kleine Haus zu klicken und dann hier auf Satelliten hinzufügen. Und das Gute bei den Satelliten ist nämlich das Mesh-System an sich. Das heißt, hier sieht man es eigentlich auch schon mal ganz schön, wenn jetzt unten zum Beispiel im Erdgeschoss steht dein Router und du möchtest den Satelliten dann hier im mittleren Geschoss halt positionieren, dann ist es zum einen wichtig, dass die beiden sich per WLAN erreichen können. Das muss definitiv gegeben sein. Und was danach nämlich passiert ist, dass hier das WLAN-Signal vom Router ausgehend dann durch den Satelliten erweitert wird. Ja, es ist halt nicht wie klassisch ein Repeater, denn das funktioniert ja ähnlich. Bei dem Mesh-System ist es so, dass es ein bisschen intelligenter funktioniert. Denn der Meshpoint oder ja, sagen wir es mal anders, du sitzt hier unten jetzt zum Beispiel, hättest auch die Konnektivität, also die Verbindung könntest du aufbauen, einmal hier zum Satelliten und zum Router. Was die beiden dann nämlich machen, ist, die kommunizieren auch untereinander und dann ist es so, dass dein Handy mit dem Gerät verbunden wird, was halt eine bessere Konnektivität hat. Das ist beim Repeater nicht der Fall. Darum ist das Mesh-System immer dem vorzuziehen, wenn es sowas da gibt. Aber nun gut, wir sind ja hier in der Einrichtung, klicken jetzt hier unten mal auf Weiter, denn ich habe hier meinen kleinen Satelliten hier, klein, naja. Also den Satelliten hier, den habe ich nämlich 2 Meter entfernt halt auch von meinem Router jetzt gerade für das Setup hier stehen. Darum sollte es da eigentlich auch keine Probleme geben. Was jetzt nämlich gemacht wird, ist, dass der Router entsprechend versucht, eine Verbindung aufzubauen hier zu dem Satelliten und darauf warten wir jetzt hier einfach in der App. So, als nächstes werde ich jetzt dazu aufgefordert, die Sync-Taste hinten am Gerät nochmal zu drücken. Dann mache ich das an der Stelle auch nochmal. Das heißt, ich drücke da mal eben ein bisschen länger drauf auf diese Sync-Taste und klicke jetzt hier nochmal auf Weiter, sodass dann die App auch nochmal die Chance hat, die beiden Geräte dann zu finden. Jetzt steht hier nämlich auch nochmal, Orbi Satellites werden erkannt. So, jetzt sieht man es auch schon. Hier ist auch ein Satellit gefunden worden. Einer von eins. Ja, mehr habe ich auch nicht. Kann hier also auch weiterklicken und dann sollte es auch schon eingerichtet sein. Gucken wir mal im Gerätemanager nach, was jetzt hier soweit aussieht. Hello, your Orbi Voice is ready for setup. Follow the instructions in the Netgear Orbi App. So, und wie man jetzt auch gehört hat, ist jetzt der Orbi Voice auch im Netzwerk ja drin und jetzt können wir halt diesen auch meinem Alexa-Account hinzufügen.
Darum klicke ich jetzt hier einfach mal anmelden mit Amazon, um halt dann dieses Gerät auch mit in meiner Amazon-App darstellen zu können. Denn das möchte ich natürlich jetzt hier auch. Logge mich dann einfach kurz ein, beziehungsweise macht das die App ja auch schon automatisch an der Stelle und kann dann einfach auf Deutsch das Ganze wählen. Jetzt werden die Einstellungen nämlich angewandt und übertragen auf das Gerät selber noch und dann kann ich das Ganze auch schon soweit damit nutzen, was ich echt ganz cool finde. Und ich muss auch sagen, auch schon in der Einrichtung hat mich hier der Sound ganz schön überzeugt. Das heißt, der Klang ist echt gut von dem Teil, aber naja, was haben wir anderes erwartet bei einem Gerät, was 1,8 Kilo wiegt? Da muss schon ein bisschen auch was kommen. Deine Orbi Voice ist bereit. Super, das hat schon mal geklappt und ja, entsprechend funktioniert das Ganze jetzt ja auch. Das heißt, Orbi Voice ist jetzt auch verbunden mit Alexa. Jetzt kann man hier nochmal einen Equalizer einstellen, wenn wir das wollen. Oder hier auch den Namen nochmal ändern oder halt irgendwie Amazon-Konto ändern und abmelden und so weiter, IP-Adresse einsehen von dem Gerät, all diese Dinge sind hier ebenfalls möglich und wenn wir jetzt nochmal kurz in die Alexa-App nachschauen, das ist die falsche App, da haben wir die Alexa-App, wenn wir da jetzt nochmal nachschauen, dann taucht hier eigentlich auch der Orbi Voice auf und da steht es nämlich auch, Stefans Orbi Voice, da ist er und können auch hier entsprechend nochmal die Einstellung vornehmen, wenn wir das wollen. Also das ist hier auch ebenfalls dann nochmal möglich, das heißt, das ein Produkt wird auch ganz normal hier in der App mit angezeigt, was ja auch positiv ist, wenn man zum Beispiel per Drop-in oder so miteinander irgendwie telefonieren oder halt sprechen möchte in andere Räume und so weiter. Also muss es auch ganz sehr hier richtig registriert werden. Aber wie gesagt, das funktioniert auch nahezu problemlos. So, und jetzt bin ich auch schon hier im Gartenhaus. Vielleicht hört man es auch, denn der Ton ist hier halt noch ein bisschen anders. Aber was ich halt gemacht habe, ist ja den kleinen Kumpel hier schon mal mitgenommen. Und es funktioniert auch gut. Also ich bin so weit begeistert und wie gesagt, schon praktisch finde ich auch, dass auf der Rückseite auch nochmal ein paar Anschlüsse sind, wie man jetzt hier auch sehen kann. Das heißt, da nochmal ein paar Netzwerkanschlüsse, sodass man da zum Beispiel noch eine Spielekonsole, wenn ich will, dann anschließen könnte oder aber auch einen Netzwerkdrucker, der kein WLAN hat und ähnliches. Das kann man da nochmal mit dran anschließen. Worauf ich jetzt noch nicht eingegangen bin und das möchte ich jetzt noch mal ganz kurz nachholen, sind die Bedienelemente, die man hier hat, denn die sind auch noch mal ein bisschen anders. Ich finde es noch ein bisschen cooler sogar als bei Alexa selber und darum gehen wir da jetzt noch mal ganz kurz drauf ein. Die Oberseite vom Orbi ist recht schlicht gehalten. Das heißt, alles was du hier siehst, das sind alles ja per Touch Bedienung, solche Taster. Also es ist kein fester Druckpunkt, den man hat, sondern es ist alles halt Touch-Bedienung. Was du machen kannst, zum einen halt hier das Mikro ausschalten, das funktioniert und man sieht das hier auch an der roten Farbe, dass jetzt irgendwie was deaktiviert wurde. Ebenfalls kannst du den Lautsprecher selber ausschalten, auch das ist möglich. Und was man auch machen kann, dafür ist nämlich der Knopf hier in der Mitte, ist einfach Alexa direkt zu bedienen, ohne halt über das Codewort. Ja, jetzt habe ich es natürlich gerade gesagt, darum leuchtet jetzt auch gerade hier der blaue Kreis schon. Warten wir mal ganz kurz ab. Und um das jetzt nochmal zu testen, drücke ich jetzt einfach hier in der Mitte mal drauf. Wie geht's dir? Danke der Nachfrage. Ich habe heute meine Platinen geputzt. Das hatte ich längst mal vor. Also wie du siehst, funktioniert das Ganze auch ohne dem Codewort, sondern auch einfach mittels dieser Taste in der Mitte, wo man drauf drücken kann. Das Spannende oder was ich gar nicht recht cool finde, muss ich sagen, ist diese Leiste hier oben. Das heißt, hier kannst du ohne weiteres die Lautstärke mit regulieren. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Alexa, wie wird morgen das Wetter? Morgen ist es in Aurich stark. Dann kannst du hier halt die Lautstärke ohne Probleme halt mit steuern. Ja, wir machen es jetzt einfach mal ganz kurz aus. Also du kannst hier die Lautstärke einfach damit steuern und halt regulieren. Und das finde ich halt sehr schnell eigentlich vom Zugriff. Und das hätte ich mir gerne auch bei den Amazon-Produkten mal gewünscht, weil ich das irgendwie recht cool finde. Ja, und das soll jetzt auch das Video gewesen sein. Das heißt, ich habe dir jetzt ja gezeigt, wie du das Ganze einrichten kannst und womit du dann halt die Chance hast, nicht nur dein WLAN zu erweitern, sondern auch insgesamt auch die Funktionalität. Für so ein Gartenhaus, muss ich sagen, finde ich das Teil perfekt. Absolut. Es vergrößert halt die WLAN-Abdeckung, nicht nur im Gebäude selber, sondern auch halt im Garten. Sehr gut vorstellen kann ich mir das auch in einem normalen Wohnhaus, wo man sagt, okay, ich habe den Router im Erdgeschoss und oben nochmal im
Obergeschoss habe ich dann halt nochmal ja, den Speaker hier mit Alexa. Schade finde ich nur einen Punkt. Und zwar hätte ich gerne halt den Speaker selber in mein eigenes WLAN mitgebracht. Ich habe ja das Unify-Netzwerk bei mir zu Hause. Allerdings habe ich halt keine Chance, irgendwie den Speaker nur mit ins Unify-Netzwerk zu bringen. Das heißt, über WLAN halt mit einzubinden. Das geht nicht. Liegt aber wohl, wenn ich das richtig gelesen habe, allgemein an dieser Mesh-Technologie. Das heißt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt von AVM ein Mesh-System und das möchte ich halt erweitern mit einem anderen Hersteller, auch da soll es Probleme geben, beziehungsweise das soll auch nicht funktionieren, das liegt da eher an der Technik selber. Finde ich schade, aber hier nochmal mit erwähnt. Dennoch finde ich es cool irgendwie, das System, mir hat es auf jeden Fall gefallen, es bringt mir auch Mehrwert hier bei mir. Und wenn du da noch mehr zu wissen möchtest, dann schreib mir das gerne nochmal unten mit in die Kommentare. Ansonsten hast du hier auch nochmal zwei weitere Videos, die du dir anschauen kannst, wenn du das möchtest. Wie immer, ich freue mich über einen Daumen hoch und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.